Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Gamings zu Bundesliga Manager Hattrick, meinem Let's Play auf meinem Kanal. Mein Name ist Lomdom Silver, es steht ja auch hier oben, Folge 67. Es geht gegen den HSV. Sehr spannendes Spiel, weil der HSV genau einen Tabellenplatz über uns steht. Ich sag das nochmal gerade. Allerdings, und das ist ja das Entscheidende, sind wir punktgleich mit dem HSV. Er hat nur ein besseres Torverhältnis. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, theoretisch, dann kommen wir auf Platz 6. Wenn der Wolfsburg jetzt noch verliert, zum Beispiel, würden wir auf Platz 5 kommen. Und wenn Hoffenheim auch noch verliert, hätten wir sogar Platz 4 in diesem Moment dann sicher. Also sehr spannend. Es ist noch sehr viel offen bei uns. Und ja, was auch noch passiert, in einer Woche hier später ist, dass Merchandise wieder ausverkauft. Kriegen wieder ein bisschen Kohle, weil wir sind gerade ein bisschen schleppend, was das angeht. Wir müssen Spieler verkaufen. Die habe ich gerade draufgesetzt, ganz frisch. Wir wollen den Pickerick kriegen, der ist 24, das ist gut. Wir haben gerade den Sven Bender bekommen. Der ist zwar schon ein bisschen älter mit 32, aber der hat einen Wert von 95. Der könnte uns quasi helfen, diese Saison noch erfolgreich zu überstehen. Ja, und den Garcia wollen wir noch verkaufen, weil wir auch den Calhanoglu wollen. Der ist zwar auch 34, aber hat, guck mal hier, 9, also, oh. Da ist eins runter, der Franzose Calhanoglu. Egal. 98, 99, 99, da war eigentlich auch 99. Deswegen habe ich gedacht, das ist ein Topspieler noch, immer noch in seinem Alter. So ein kleiner Ibrahimovic. Deswegen, ja, habe ich ein Auge drauf geworfen. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen jetzt erstmal gegen den HSV. Das sollte erstmal wichtiger sein. Und dafür muss ich erstmal gucken, ob wir unsere Abwehr wieder ein bisschen optimiert bekommen. Ja, Boateng mal raus vielleicht. Bender, ja, ganz neu. Muss ich drin lassen, weil er, ja, besseren Wert hat. Wo, das trotz alledem. Wer ist das? Bender, okay, der spielt auf seiner Lieblingsposition. Ja, möchte er auch da spielen? Nee, gar nicht. Okay, Paslak spielt da. Gut, ansonsten die Stürmer mal wieder austauschen, weil die kriegen es ja nicht gebacken. So, hier. Der da. Wen habe ich denn da? Kedira ganz oben. Ich dachte, es wäre Kedira gewesen. Warte auf, dann machen wir das so. 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 Das bringt nichts. Der ist natürlich ein bisschen dunkler. Ja, Garcia, ne? Doof. Wir wollen einen Abwehrspieler. Calhanoglu würde es schaffen, würde auf der Position spielen. Deswegen jetzt haben wir ihn da hingesetzt. Gnabry würde er dann austauschen. Ich könnte eigentlich auch den Gnabry verkaufen. Statt Garcia. Oder Garcia und Gnabry, ist ja egal. Wir haben dann halt nur einen Auswechselspieler. Geht auch, pass auf, ich setze den Gnabry auch noch. Ah ne, ich kann nur drei reinsetzen. Ah, das war's. Alles klar, ich erinnere mich. So, auf geht's gegen. Oh, wir müssen mal ein bisschen höher machen, weil, ne, Konkurrenz hier und wahrscheinlich die Bude voll. 14-4, nur, da habe ich jetzt mehr erwartet. Leute, auf geht's. Haut den Hamburger in die Bude voll. Ja, da. Paslag, auf den ist immer Verlass. Arturo Vidal. Der macht Tore mittlerweile. Freue ich mich. Er hat es geschafft. Er hat verstanden, dass Tore wichtig sind beim Fußball. Ah, da ist noch der Anschlusstreffer. Hoffentlich. Ziehen wir es noch über die Runde. Ramos, komm, mach noch den 3-1, damit wir sicherer sind. Nein, leider nicht. Paslag. Lima. Boah, 2-1 gewonnen. Wir haben es geschafft. Und Wolfsburg hat leider auch gewonnen. Und Hoffenheim hat auch gewonnen. Schade, aber immerhin ein Platz höher. Wir sind Platz 6. Wir kommen langsam hoch. Wie eben standen wir noch auf Platz 12 in der letzten Folge. Müssen wir mal denken. Wir arbeiten uns so langsam vor. Boah, Gladbach ist furchtbar schlecht. Warum? Gladbach geht es doch gar nicht so schlecht. Also, ich sehe jetzt nicht, was jetzt das Problem sein sollte bei Gladbach. Oh, aber auch alte Spieler. Wahrscheinlich die Beweglichkeit einfach nicht mehr da. Man weiß es nicht. Okay, Fanartikel fanden reißenden Absatz. 56.000 haben wir jetzt plus gemacht. Ah, gehen. Also ist nicht so geil. Zwei Heimspiele hintereinander. Das ist aber auch merkwürdig gerade. Fällt mir gerade ein. Auf. So, wir machen es aber trotzdem nochmal. 7 Wochen ist gut. Kann man machen. Ich spink's es ja immer ganz gerne, was mit den Spielern hier ist. Ob wir immer noch in Konkurrenz stehen oder nicht. Ja, gucken mal. Da sind wir noch alleine. Okay, wir bieten genau das, was die wollen. Das ist eigentlich okay. Toprak liegt vor. Toljan. Okay, Toljan könnten wir schon direkt verkaufen. Okay, wir wollen das haben. Die bieten weniger. Warten wir noch ein bisschen. Und bei Calhanoglu sind wir auch die Einzigen. Oh, ja, Garcia gab es ja auch noch. Stimmt. Der Hannover 96 wollen die haben für genau das. Okay. Ja, gut, dann müssen wir trotzdem
Noch ein bisschen abwarten. Das ist zu früh. Das ist zu früh, um zu verkaufen. Aber wir wissen schon mal, wir würden ihn theoretisch jederzeit loswerden. Was mich ein bisschen stört, ist wirklich, ich glaube, dass das, nee, Moment, dass das doch Auswirkungen hat. Wie viel kostet mich das denn? 300? Wir machen das mal, weil wir ja jetzt gerade gesehen haben, dass wir hatten 56.000. Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wir sind in der Bundesliga auf Platz 6. Eigentlich müssten wir mehr verkaufen. 56.000 haben wir jetzt gerade gemacht. Das ist natürlich die Frage, wie lange ist der Bau? 5 Wochen. Ah, es wird nichts bringen. 7 Wochen ist das. Beim nächsten Step schauen wir, überprüfen wir mal, ob das was gebracht hat. So, ich habe mich dazu durchgerungen, wirklich was zu verkaufen. Machen wir das mal, um Merchandise anzukurbeln und dann gucken wir mal, dass wir noch eine Fressbude bauen. Aber alles nach und nach. So, jetzt mal geht's hier gegen Hertha. Und da wollen wir doch gewinnen. Ist ja klar. So, der Sturm steht mal wieder. Der Reus knipst auch nicht so, ne? Ein Tor bisher gemacht. Das ist ein bisschen wenig, mein Freund. Das ist ein bisschen wenig. So, Khedira ist wieder auf einer Scheißposition. Ich verstehe nicht, warum der immer dahingesetzt wird. Hermann, oh, die Abwehr ist wieder mal lausig, aber die anderen sind auch nicht besser. Ja, komm, aber Gnabry kann ich jetzt gerade nicht da hinsetzen. Ärgerlich. Ege. Wir wollen mal gucken, wie es jetzt wird. Achtung, gegen Hertha. Pass auf, ich mach mal wieder 18. Ich glaube, das war eben zu hoch angesiedelt. 12.400. Das Interesse lässt nach. Elfmeter für uns. Souverän ist anders, aber egal. Schöpf macht das Tor. 1-0 Führung. Nach kurzer Zeit. Zwei gelbe Karten hintereinander. Da ist das 2-0 und es macht Ramos. Jawohl. Sehr schön. Vidal, der macht auch noch sein Tor. Drei Spiele hintereinander, ein Tor, das wäre auch schön. Oh, schon ein Wechsel, das muss verletzungsbedingt sein. Und? Nein. Aber wir kriegen das über die Runden, glaube ich. Ibisevic. Vier gelbe Karten für Hertha, das ist nicht gerade wenig. Ja, Mist. Anschlusstreffer muss irgendwie immer sein, ne? Ich verstehe es nicht. Oh, Bremen hat 6-1 gewonnen gegen 1860. Egal. 2-1 gewonnen, das ist gut. Das ist sehr gut. Wolfsburg hat verloren. Wow! Das könnte schon sein. Das ist es auch. Das ist es, Freunde. Wir sind Platz 5. Nächsten, den wir angreifen, ist die Hoffenheim, die TSG Hoffenheim. Ja, 2 Punkte Vorsprung. Sehr gut. Oh, gegen Augsburg, die sind knapp. Die hängen unserem Hintern dran. Eieiei, da okay. Wir wollen mal nicht verzagen. So, das lassen wir nochmal kurz. Wir gucken halt nochmal bei denen. Also, die lasse ich mal gerade. Ich gucke halt nochmal bei denen, wo wir versuchen, was zu bekommen. Ach Gott, ey. Warum? Haut ab! Lasst mir den! Gehe ich mit? Ja, ne? Und ein Jahresvertrag, da machen wir mal 60.000. Mal gucken, was. Haben Sie nie was vergessen? Was denn? Und hier Start-Rennen ist auch dabei. Oh, das wird spannend. Mopchana ist ein Franzose in dem Fall, ob er nach Frankreich zurückgeht. Oder ob er noch ein Jährchen ja, im Ausland ist. Oh! Ja, sollten wir denn noch einen Abwehrspieler verkaufen? Wir haben ja gerade ein bisschen viel Abwehrspieler. Warte mal, wir gucken trotzdem mal gerade. Also Toprak, das ist mir zu wenig. Nö, das ist mir auch zu wenig. Verdammt! Hoffentlich entscheidet er sich nicht nächste Woche. Ich mach mal so, für den Fall das. Das wäre ärgerlich. Eieiei, das liebe Geld, ne? Das liebe Geld. Das ist ja auch immer ein Problem. Aber auch hier bei BMH scheint das echt gravierendes Problem zu sein. So, ja, dann muss Kedira. Na, Hermann, die Abwehr, da könnte ich Wendell reinsetzen, okay. Ich mach mal hier für Pass. Nee, Passlack nicht. Ich mach mal Bender raus. Wendell steht da oben, das ist gut, das ist auch okay, das ist ja so semi. Ansonsten ist Toprak noch da. Ja, der könnte auch noch spielen. Und den Toljan, den könnte ich noch spielen lassen. Also alle, die Bock haben, die spielen. Jetzt muss ich natürlich nochmal wieder rödeln, aber ich glaube, das ist okay soweit. Ja, das kann man lassen. So. Gut, okay. Freunde, auf geht's nach Augsburg. Das müssen wir rocken in der WWK-Arena.
Sieht gut aus. Toll, ja, gut, dass ich ihn gebracht habe. Ich habe halt ein Händchen für dieses Spiel. Ein Händchen. Oder Glück könnte man auch nennen. Dazu sagen. Wendell, wie sagt es denn? Die Abwehrspiele, die machen bei uns die Tore. Wahnsinn. Ah, das ist ja der obligatorische Anschlusstreffer. Ah, okay. Reus hat mal ein Tor gemacht, da freue ich mich doch. 3-1, okay. Das ist schon gut. Jatta. Ich wollte sagen, jetzt machen unsere Stürmer auch noch die Tore, weil sie beleidigt sind, aber nein. Finn Bogason hat es versucht, hat leider nicht funktioniert für Augsburg. Aber mir soll es recht sein. 3-1-Sieg, wunderbar. Und die Hoffenheim ist wo? Hoffenheim, 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 Hoffenheim. Da, 0-0, sehr schön. Wir sind auf jeden Fall an der Hoffenheim vorbeigezogen. Klasse, wir haben besseres Torverhältnis, sehe ich gerade. Okay, Werder Bremen. Nächstes Ziel, Werder Bremen. 4 Punkte vor uns. Brauchen wir ein bisschen. Oh, wir haben es sogar wieder selber in der Hand. Alter, das Spiel will mich doch ärgern. Kannst du mir doch nicht erzählen. Also ganz ehrlich, das kann kein Zufall sein. So, ich guck mal, wen ich hier verkaufen kann. Also, Toprak. Ömer Toprak. Guck mal, das ist doch ein super Preis. Den brauche ich noch gar nicht überlegen. Zack, weg mit dir. So, Pekarik wird entscheiden. Okay, Toljan. Lassen wir noch drauf. Garcia. Lassen wir noch drauf. Okay, und jetzt ganz schnell. Ganz schnell ist gut. Pekarik den Preis erhöhen. Da würde ich mal sagen, gehen wir dann auch mal auf 2,5. Da sind wir schon da, wo wir wollen. Okay, dann lassen wir das so. Wir sind deutlich besser als Dortmund, was das angeht, aber ich hoffe, das hat auch eine positive Auswirkung. Also Toprak wurde definitiv verkauft. Sorry, der bei uns die Tore macht. Ärgert mich so ein bisschen, aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, Müller könnte mal verlängern. Gucken, wie es da ausschaut. Na, schwierig. Toljan. Ist mir auch zu wenig. Das ist mir zu wenig. Okay, konzentrieren wir uns lieber mal auf das Spiel gegen Werder Bremen. Genau so heißen sie. So, also unsere Stürmer mal wieder korrigieren. So, ja, Khedira wieder nach außen. Du da, du da, du da. Hermann, wie sieht's aus mit Gnabry? Gnabry ist nicht so optimiert. Okay, dann lassen wir ihn draußen. Die bleiben auch so, wie sie sind. Spiel gegen Bremen, das ist interessant. Zu Hause. Ich mache mal wieder auf 20. Ich hoffe, das war kein Fehler. Bah, volle Hütte. Volle Taschen auf jeden Fall. Das ist gut. Ein Spitzenspiel, das möchte ich mal sagen. Leroy Sané spielt übrigens in Bremen. Ihr wisst, was das bedeutet. Der ist gerade den Wechsel nach Bayern angekündigt. Oder hat jetzt stattgefunden. Und Bremen wäre fast abgestiegen. Ah, Elfmeter gehalten. Super. Hoffentlich ist das. Aber wir haben keine Chance gehabt bisher. Alter, die haben schon 7 Chancen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wen können wir denn da mal reinsetzen? Pass mal auf. Das hielt ja so nicht. Czolak hat auch mal gut getroffen. Den würde ich mal für den Jatta reinsetzen. So, Czolak. Ramos spielt vorne. Da, 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 da. Czolak spielt da gar nicht gerne. Ich setze den Czolak mal rein, um zu gucken, was passiert. Dann würde ich den Gnabry noch reinsetzen für den Hermann und hoffen, dass es. Mist. Scheiße. Da ist es entscheidend. 2-0. Nee, keine Chance. Wir haben keine einzige Chance gehabt. Also, ganz klar, toller Auswärtssieg von Werder Bremen und wir sind wieder. Nein, wir sind nicht runtergefallen. Hab gar nicht gesehen. Haha. Hoffenheim wird auch verloren. Aber so ein Mist. Jetzt sind wir schon 7 Punkte. Hier schon die Differenz vom vierten zum dritten Platz. Das ist einiges. Oh, hier. Pekarik. Hoffentlich kommt er zu uns. Ich bin mal gespannt. Jetzt kommt's. Ja, er kommt zu uns, Dortmund. Haha, den wolltest du haben, aber kriegst du nicht. So, Calhanoglu wird sich nächste Woche entscheiden. Das ist sehr gut. Sommer, Jan Sommer, Torhüter. Jetzt haben wir natürlich fett im Minus. Jan Sommer, ach, Alter. Das natürlich auch. Obwohl, wir haben ja auch einen guten Torhüter, den lassen wir noch ein bisschen da stehen. Sehr schön. Also, wir haben definitiv. Was haben wir noch drauf? Auf der Transferliste. Wir haben den Garcia drauf und wir haben den Toljan drauf. Das heißt, ein Abwehrspieler weg, dann hätten wir einen Reserve. Ja, das können wir machen. Wobei wir, nee, Toljan ist drauf. Wer wollte ich denn da verkaufen? Gnabry.
Genau, den Gennari wollte ich noch verkaufen, wenn wir den Chalalolo kriegen. Okay. Nochmal gerade die Lage prüfen. Pass mal auf. Da kann ich nicht mitbieten. Also, das ist mir auch von Spielerberater zwar, aber ist mir zu teuer. Also, Toljan. Chalalolo wird sich nächste Woche entscheiden, da bin ich mal gespannt. Und Garcia. Also, Toljan runterholen. Nö. Ist mir noch zu wenig. Hier sind wir noch besser als da drin. Ja, Garcia runterholen. Nein, ist mir auch noch zu wenig. Okay. Okay. Okay, das sagt, zeigt mir, glaube ich, an, dass ich hier fett im Minus bin. Aber willst du machen, ist halt so. Boah, 46.000 würde ich kriegen. Also ich darf nicht mehr so langfristig und vor allen Dingen nicht mehr so niedrige Beträge annehmen. Das lohnt sich mittlerweile. Wir sind ja, immerhin sind wir vierter Platz der Bundesliga. Müssen also nicht mehr verstecken. So. Nächstes Spiel, nächstes Glück. Wir wollen mal schauen, was passiert. Also unser Abwehrspieler erstmal rein. Alle die, die gerade so, ja, eigentlich auf dem absteigenden Ast sind. Das ist eigentlich traurig, dass ich die jetzt noch reinsetze, weil das noch unsere Hoffnungsträger sind. Und nächste Woche sind sie dann weg, weißt du? Heieiei. Ist nicht gerade freundlich. Aber das ist halt, ja, ist halt Fußball. Da geht es halt auch ums Geschäft, leider. So, Hermann, wie sieht es mit Gnabry aus? Ja, Gnabry kann wieder rein. Oh, bla. Auswärts gegen Mainz, da haben wir gar nicht so viel. So eine große Schnitte. So, also können wir nichts machen, vor allem nicht von wegen Eintrittspreis, das muss halt so sein. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir eine bessere Chancen aus, also überhaupt ein paar Chancen kriegen. Ah, als im letzten Spiel. Das war ja katastrophal gegen Werder Bremen, haben wir ja nichts gerissen. Papadopoulos. Alter Grieche. Gelbe Karte für uns. Also gegen uns. Wow, da ist das 1 zu 0 für uns. Gnabry, sehr schön. Und Schöpfmeter, ja, nein. Schade, das wäre noch so Topping gewesen. 1-0 wird mir auch vollkommen ausreichen. Wenn wir jedes Spiel 1-0 gewinnen, wäre ich auch happy. 1-0 Sieg, okay, kann ich mit leben. Super, super, super. Und Bremen hat verloren. Bremen hat verloren. Das heißt, wir sind wieder nur 4 Punkte dran. Super. Boah, das wird knapp. Oh, Chananoglu, komm zu uns bitte. Das wäre super, wenn wir den kriegen. Das ist ein Top-Spieler. Und ja! Zwei super Spieler. Freunde, ihr wisst, was das heißt. Wir haben uns jetzt verschuldet. Aber 99er Stärke-Spieler bekommen. Konto ist nicht gedeckt. Was heißt das? Der Wechsel kann nicht stattfinden, oder was? Ist er dann auf der Transferliste drauf? Habe ich noch nie gehabt? Hab ich noch nie gehabt? Alter, oh, das wäre ein Mega-Fail, ey. Was für ein Mega-Fail. Oh nö, auch noch gegen St. Pauli. Aber egal, da kommt einer meiner. Das sind meine beiden Lieblingsvereine. Ich mag die beiden unheimlich gerne. 1A, 1B. Weil ich eigentlich Kölner bin, muss ich noch einen dicken Tendenz eher zum FC halten, aber meine beiden Lieblingsvereine. Ach Mist, das ist ja Kacke mit Canaloglu. Ne, kann ich nichts mehr machen jetzt. Der ist weg, ne? Der ist definitiv weg. Habe ich noch nie gehabt. Ich dachte, wir können das System überlisten und wir hätten fett Minus. Aber das ist natürlich jetzt. Hätte ich doch vorher einen verkauft. Sorry. Dickes Sorry, mein Fehler. Ah, komm, dann machen wir noch gerade. Ich bin jetzt gerade ein bisschen frustriert, dass das jetzt so gelaufen ist. Ja, traurig auf jeden Fall. Hätte ich mich gefreut, wenn er zu uns gekommen wäre. Hätte uns auf jeden Fall deutlich bereichert. Das wäre auf jeden Fall mal klar gewesen. So, Pekarik. Ja, super. Ich möchte nirgendwo richtig gerne spielen. Das ist natürlich klasse, dass du jetzt zu uns gekommen bist. Ah. Warte, dann machen wir Boateng, setzen wir den rein. Pekarik ist auch erstmal draußen. Boateng ist da. Möchte aber. Ja, dann lassen wir die zwei da spielen. Oh, wir haben eine gute Chance gegen den FC St. Pauli. Ach, jetzt habe ich es überschrieben. Ich wollte vielleicht überlegen, ob ich jetzt nochmal neu lade, aber komm. Das ist halt so. Wir wollen hier nicht cheaten. Das fände ich dann doch ein bisschen cheaten. Cheating. Auf geht's gegen. Nichtsdestotrotz, wir kriegen noch einen anderen, einen besseren Spieler. Mein Gott, wir haben eine super Stärke vom Platz 4. Wir werden international auf jeden Fall landen, da bin ich mir sicher. Aber ärgerlich ist trotzdem.
So, wir machen das noch, weil ich frustriert bin. Machen wir noch das DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli. Mit Toto-Tippen können wir auch nicht, zum Glück. Das bringt ja eh nichts. So. So, ich freue mich mal nicht, dass, wenn wir jetzt gewinnen, freue mich aber auch nicht oder weine auch nicht, wenn wir verlieren. Ich versuche mal hier ganz neutral der Sache gegenüber zu stehen. Wo ich natürlich freuen würde, wenn wir gewinnen, weil ich dann natürlich wieder Kohle kriege und vielleicht dieses Dilemma nicht mehr hätten, was wir eben hatten. Aber, naja, ärgerlich. Richtig ärgerlich. So, 2-1 führen wir gerade. 2-1 gewinnen wir. So, jetzt können wir wieder stoppen. Also Dortmund gewinnt, Bayern gewinnt. 9 zu 8 Meterschießen. Das sind wir. Ach ja, doch klar, 2-1. Ich hatte gerade Wetten 2-0 gewonnen. Wie gesagt, ihr könnt stoppen. So. Alles klar. Toljan wird sich nächste Woche entscheiden. Oh, Garcia müssen wir jetzt loswerden oder behalten. Garcia ist mir ehrlich gesagt eigentlich zu wenig. Ah, oh, noch so eine Entscheidung am Ende. Wäre mir, glaube ich, zu wenig. Obwohl, warte mal, wir haben natürlich jetzt hier das Problem, dass wir genau das gefordert haben und das hat er uns, haben wir uns geboten. Wir müssen jetzt, glaube ich, nehmen. Wir müssen erstmal gar nichts, aber wir nehmen ihn trotzdem an. So. Okay, Bilanz müssen wir natürlich mal gucken, dass das. Oh, hier. Fanshop ist ausgebaut. Wunderbar. Können wir mal gucken, wie das wieder aussieht. Also Peripherie. Zweiter Fanshop ist da. So. Jetzt hoffe ich auch mal, dass das doch noch eine Auswirkung hat hier auf das Merchandise. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. In diesem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen in dieser Folge. Einen kleinen Break vor Ende der Halbzeit der Bundesliga. Platz 4, sehr gut. Da ist auf jeden Fall Potenzial für den internationalen Platz drin, wenn wir das halten können in der Rückrunde. Damit du es nicht verpasst, empfehle ich dir, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann bekommst du auch Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Falls dir gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben oder Kommentare. Finde ich beides total super. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.